Darf man sich im Kino auf teurere Plätze setzen, wenn die noch frei sind? Oder ist es legal, auf dem Schwarzmarkt Konzertkarten zu kaufen? Unser Galileo-Rechthaber weiß es. Ricky mit seiner kleinen Schwester auf dem Weg zu einem Konzert. Doch dann das. Die Enttäuschung ist riesig. Was sollen die beiden jetzt machen? Doch sie haben Glück, denn vor der Halle steht ein privater Ticketverkäufer. Hallo, guten Abend. Ich sehe, du hast Tickets zu verkaufen. Ja, zwei Stück. Was willst du denn haben dafür, sag mal? 100 Euro pro Karte. Was? Ricky ist baff. Das ist doch viel zu teuer. Aber den ganzen Abend im Regen vor der Halle stehen und das Konzert nur von außen hören, kann's ja auch nicht sein. Ricky ist stinksauer auf den Typen. Das ist ja doppelt so viel wie die Regulärkosten. Nachfrage, Angebot. Du kannst dich ja nicht einfach an den Tickets bereichern. Das ist illegal, was du da machst. Wenn ihr sie nicht kauft, kaufen sie die nächsten. Wer hat hier recht? Darf man Konzerttickets deutlich teurer weiterverkaufen? Oder ist das am Ende sogar illegal? Also wenn man unbedingt aufs Konzert möchte, dann kauft man sich ja die Tickets. Aber ob das jetzt legal ist, ich glaube nicht, dass das so legal ist. Nee. Schwarzkarten sind regulär, nicht illegal, oder? Genau, nur wenn man die Karte hat, kann man es ja nicht mehr nachweisen, wo er sie letztendlich erworben hat. Eigentlich ist es nicht legal. Ja, wenn die so angeboten würden, warum nicht? Ich würde sagen, es ist nicht legal. Ist ja wie Schwarzmarkt, würde ich sagen. Ja. Halt's auf, Schneider, echt. Als Privatperson darf man Karten tatsächlich auch teurer weiterverkaufen. Was nicht geht, Karten gewerblich überteuert verkaufen. Das wäre zum Beispiel ab einer Menge von 20 Karten der Fall. Eine Ausnahme beim privaten Verkauf sind personalisierte Karten. Die müssen offiziell auf den Namen des Käufers übertragen werden. Ricky und seine Schwester warten gespannt auf den Konzertbeginn. Doch wie so oft lässt die Band sich ordentlich Zeit. Bereits vor 2 Stunden hätte es losgehen sollen. Ricky ist genervt und hat so langsam aber sicher keine Lust mehr. Je länger das hier dauert, umso später kommt er ins Bett. Und morgen muss Ricky früh raus. Wenn die Band nicht bald anfängt, kommt er nicht pünktlich aus den Federn und kriegt jede Menge Stress mit seinem Chef. Ricky, reicht es jetzt. So kann das nicht weitergehen. Seit 2 Stunden warte ich hier, dass die Band endlich anfängt. Ja. Ich hätte gerne mein Geld zurück, weil ich habe morgen früh Termine und kann jetzt hier nicht noch 5 Stunden warten. Wegen Verspätung einer Band erstatten wir keine Tickets. Sie sind doch der Veranstalter und Sie müssen dafür sorgen, dass die Band auf die Bühne geht. Und wenn nicht, müssen Sie mir mein Geld zurück. Das ist kein totaler Ausfall, die Band ist noch auf dem Weg. Wir sind im Recht. Sie haben noch keine Ahnung. Hat die Veranstalterin wirklich keine Ahnung? Also die haben ja auf jeden Fall die Pflicht, das, was er Geld bezahlt hat, da muss er ja eine Leistung für bekommen. Aber ich glaube, ob man da mindern kann, ich habe noch nicht davon gehört, weil die Künstler verspäten sich ja ständig. Wenn das eine Grenze überschreitet, dann vielleicht ja, aber wenn es in einem tolerierbaren Maß ist, dann eher nicht. Ja, ein Viertel. Ein Viertel davon hat man das Anrecht, die Kosten zu erstatten. Steht nicht auch hinten auf den Tickets irgendwie so ein Spruch drauf, dass, was weiß ich, der Veranstalter garantiert nicht für das, keine Ahnung, für die Show oder sowas? Tatsächlich muss der Veranstalter das Geld nicht erstatten. Geld zurück gibt's nur, wenn das Konzert komplett ausfällt oder auf einen anderen Tag verschoben wird. Ein Konzertausfall der Backstreet Boys sorgt im Juli 2014 für reichlich Ärger. Zuerst heißt es, die teuren Karten werden erstattet. Die Fans schicken ihre Karten also beim Veranstalter ein. Doch auf ihr Geld warten sie heute noch. Begründung des Veranstalters? Er ist insolvent. Endlich legt die Band los und Rickys Schwester ist überglücklich. Doch der Spießer in Ricky will bald nach Hause, damit er morgen pünktlich aus dem Bett kommt. Doch kann Ricky seine kleine Schwester hier allein lassen? Schließlich ist sie noch nicht volljährig. Sie möchte unbedingt bleiben. Doch geht das? Mit wie vielen Jahren darf man allein auf ein Konzert? Ich würde sagen, kommt auf die Uhrzeit drauf an. Uhrzeit, Wochentag. Und die Eltern müssen bestimmt immer informiert sein. Ab 12, 14? Bis 12 Uhr darf man draußen bleiben. Wenn man 16 ist, dann würde ich sagen, gibt es ein Jugendschutzgesetz? Dann nur mit einer Begleitperson, die über 18 ist. Im Gegensatz zu Discos gibt es für Konzerte keine gesetzliche Altersbeschränkung. Rickys Schwester darf alleine bleiben, wenn ihre Eltern einverstanden sind.
Übrigens gibt es entgegen der weit verbreiteten Meinung auch keine gesetzlichen Vorschriften, bis wann sich Jugendliche abends oder nachts allein auf der Straße aufhalten dürfen. Am nächsten Tag hat Ricky Lust auf Kino und zu Hause noch einen Gutschein gefunden, den er schon etwas länger in der Schublade hatte. Den möchte er jetzt endlich einlösen. Hallo, ich habe hier einen Gutschein und würde gerne in Kino 2, bitte. Mhm. Der ist leider nicht mehr gültig. Wer sagt das? Der ist über ein halbes Jahr alt. Wie, der hat ja mal Geld gekostet. Na klar, ist er gültig. Ich kann da leider überhaupt nichts machen. Ich kann nicht jede Woche ins Kino gehen. Also, ich habe jetzt Zeit, möchte jetzt ins Kino. Hier ist mein Gutschein. Laufen Gutscheine ab, wenn ein bestimmtes Verfallsdatum draufsteht? Oder sind sie unbegrenzt gültig? Gutscheine verfallen meiner Ansicht nach nicht. Vielleicht gibt es ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn auf dem Gutschein selber bei Ausgabe draufsteht, gültig bis zu einem bestimmten Datum, dann darf er sagen, nee, gibt's nicht mehr, außer er ist kulant. Gutscheine sind 2 Jahre gültig. Faustregel bei Gutscheinen aller Art. Eine sehr kurze Geltungsdauer von 6 oder auch nur 3 Monaten muss man nicht akzeptieren. Rechtlich gibt es dafür keine Grundlage. Gutscheine, die an kein bestimmtes Ereignis gebunden sind, gelten grundsätzlich 2 Jahre. Ricky hat also recht. Oft wollen Händler die Einlösefristen sehr knapp halten. Doch da sein Gutschein nicht für einen bestimmten Film ist, hat Ricky 2 Jahre Zeit, um ihn einzulösen. Egal, welches Datum draufsteht. So, na dann. Schönen Abend. Ganz vielen Dank. Ging doch. Danke. Tschüss. Tschüss. Doch nicht lang und Ricky muss sich schon wieder ärgern. Er hat eine Karte für die billigen Plätze im Kino weit vorn. Und es kommt, wie es kommen muss. Ein wahrer Riese von Kerl sitzt genau vor ihm. Einfach mal entspannt zurücklehnen und den Film gucken? Daraus wird so garantiert nichts. Ricky ist frustriert. Jetzt verfasst er bestimmt den ganzen Film. Und statt Action auf der Leinwand sieht er nur Haare, Haare und nichts als Haare. Und schwupps, ist der Film auch schon zu Ende. Doch Moment mal, das Kino ist nicht voll. Neben ihm wäre zwar auch noch Platz, aber warum nicht gleich die Gelegenheit nutzen und von den billigen auf einen der besseren Plätze wechseln? Also schnell ab auf einen der teureren Sitze in den oberen Reihen. Entschuldigung, könnte ich noch mal ganz schnell Ihr Ticket sehen? Selbstverständlich. Das Ticket ist ausgestellt für die ersten 3 Reihen. Ich müsste Sie leider bitten, sich wieder nach vorne zu setzen. Die ganze Reihe ist leer. Also warum darf ich denn hier nicht sitzen? Ist doch völlig in Ordnung. Weil diese Reihe ist nun mal teurer als die ersten 3 Reihen. Das wäre unfair den anderen Gästen gegenüber. Aber ich habe da so einen riesen Basketballer vor mir. Der ist 3 Meter groß, da sehe ich überhaupt nichts. Darf Ricky wirklich nicht auf die teureren Plätze ausweichen, wenn die doch leer sind? Wer hat recht? Wenn das Kino leer ist und die Plätze nicht belegt sind, ist das, glaube ich, nicht so das Problem, wenn man sich dann einfach mal auf den teuren Platz setzt. Sobald es leer ist und man keinen stört, hat das Kino auch keine Einbuße. Dürfen bestimmt nicht, aber manchmal macht man das sonst. Ehrlich, was machst du? Ja, du nicht, weiß ich. Nee, darf man nicht, weil man kriegt ja eine Karte, da steht der Platz drauf und sonst könnte ja jeder ins Kino reingehen und sich irgendwo hinsetzen. Er hat ja nicht dafür bezahlt, also ich weiß, ist das nicht schon sowas wie Betrug? Tatsächlich darf Ricky sich nicht einfach so auf die teureren Plätze umsetzen. Aber ein Kompromiss ist in Sicht. Da sind ja noch einige frei davon. Wenn Sie das sagen, muss ich ja nur tun. Ich danke Ihnen. Viel Spaß. In der gleichen Preiskategorie auf einen anderen freien Platz wechseln ist nämlich erlaubt. Und dann haben auch die Kleineren wie Ricky wieder den Durchblick. Klein oder groß, warum gibt es überhaupt Zwerge und Riesen? Die verblüffende Erklärung jetzt. Hallo liebe Galileo-Fans, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Aber uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Gebt uns doch einfach einen Daumen hoch oder kommentiert das Video. Wir sind sehr gespannt. Und da wir gerade dabei sind, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, könnt ihr unseren Channel abonnieren. Und zwar hier oben. Und wer nicht genug bekommen kann, zum nächsten Video geht's hier entlang. Täglich neue Videos auf YouTube und natürlich auch jeden Abend um 19:05 Uhr auf Pro7. Bis dann.